aus, spüre deinen Atem. Wachse zum Himmel, tauche zur Erde, rechten Fuß seitlich nach hinten, einatmen Virabhadrasana 1, ausatmen, ziehe dein rechtes Bein nach oben. Dein Körper ist parallel zum Boden. Hände ziehen nach vorne, während dein rechter Fuß nach hinten zieht. Krieger 3. Virabhadrasana 3. Achte darauf, dass dein Standbein in ständiger Rotation bleibt, während du dich mit dem Rest deines Körpers ausstreckst. Virabhadrasana 3 stärkt die körperliche und geistige Festigkeit. Sie hilft, Gleichgewicht, Bestimmtheit und Zielorientiertheit zu entwickeln. Entlasse deinen Körper mit der nächsten Ausatmung aus der Stellung. Virabhadrasana 1. Purport Asana. Tauche zur Erde. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Rechtes Bein streckt sich zum Himmel und nach vorne. Uttanasana. Spüre dein Herz und lasse es erblühen. Genieße den Fluss ein, aus. Spüre, wie frische Luft durch jede Pore fließt. Lasse alles Schwere los. Linken Fuß nach hinten. Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 3. Dein hinteres Bein bleibt angespannt. Es hilft dir, dein Gleichgewicht zu halten. Spüre, wie du immer wieder neu deine Mitte findest. Bleibe im ständigen Dialog mit deiner Mitte. Ausatmen, senke dein Bein, Virabhadrasana 1. Purport Asana, tauche zur Erde. Ellbogen dicht am Körper. Fühle die gesamte Länge vom Steißbein bis zu den Fingerspitzen. Linkes Bein geht weit nach oben und nach vorne. Uttanasana. Öffne dich zum Himmel. Alle Entscheidungen liegen bei dir.